Herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks und ihr seht, es ist ein böser, böser Autoloader am Start. Ja, der T69 Tier 8 mittlerer Panzer der USA, gespielt von Labrador Lover 86 aus meinem Clan. Hallo an dieser Stelle. Ja, Südküste als Karte und die Teams sind recht fair. Er hat natürlich mit Tier 8 Matchmaking das schöne Glück, hier Top-Tier zu sein. Und nicht gegen 9er bzw. sogar 10er spielen zu müssen. Das ist doch schon mal schön. Jetzt sind wir mal gespannt, was er so treibt mit dem Panzer. Wohin er fährt, was sein Plan sein wird. Erstmal die Mitte. Ja, das kann man machen. Klassischerweise eher normalerweise der TD-Spot, der sich da reinstellt und damit Kugeln um sich wirft. Sind wir mal gespannt, wie lange er diesen hier hält. So, vielleicht kommt der AMX ja direkt rum. Nee, der AMX hat keine Chance, kann gar nicht rumkommen. Wird vom T71 rausgenommen. Hat 4 Granaten HE dabei, 8 Granaten Premium und jetzt hat er doch einen AMX 5000 offen. Lange einzoomen, zack. Haben sich angekratzt. Jetzt der zweite sitzt dann. Wo auch immer der erste hingegangen ist. Aber er lädt gleich direkt nach. 4 Schüsse ins Magazin drinnen. Die beiden 5er Scouts sind schon raus, lustig. Kann man verzichten, weg mit denen. Okay, der nächste Scout ist weg. So, Arti macht den KV-3 raus, steht plötzlich 1:3. Aber ganz schön wenig los hier. Also die Karte spielt sich mittlerweile eh sehr, sehr flügellastig. Also die Mitte wird zumindest im Early- und Mid-Game meines Erachtens sehr, sehr stark gemieden. Nee, da, oh. Jetzt ist er offen. Jetzt macht er den 1375 klar. Oh, kritischer Treffer. Der trifft. Der nochmal und der muss ihn aber auch rammen. Ja. So muss der den machen, anders hätte er ihn gar nicht bekommen, weil dafür wäre der Schaden zu niedrig gewesen. Oh, jetzt. Sture Emil gibt den hinten ins Heck. Komet, Cromwell ist vor ihm. Muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Gerade im Reload kann er jetzt nicht so viel machen. 2:5, 3:5. Vor ihm Panzer, hinter ihm Panzer und seitlich Panzer. So, jetzt ist die Auswahl schwierig. Ja, der Zaun mag er gar nicht. Böser Zaun. Scheinbar macht er sich jetzt auf dem 5000 klar. Nein! So, jetzt er. Nochmal. Und nochmal. Wichtig, dass alle drei durchgegangen sind. Beziehungsweise der letzte durchgegangen ist. Wenn der nicht getroffen hätte, dann hätte er ein Problem gehabt, weil der 5000 hätte ihn dann locker rausgeklippt. Fünf zu sechs. Wenn er jetzt nachgeladen hat, genau, kann er hier den anderen, den Ferdinand und den T-34, beiden ins Heck schießen. So, Ferdinand steht jetzt gut. 1, 2, da kriegt das ganze Magazin auch raus. Genau. Oh, und das Munitionslager kriegt er sogar raus. Ja, Ferdinand. Unschön für dich. Oh.
Bisschen wie Matrix ging der Schuss über ihn drüber. Was macht er denn jetzt? Lässt er den T-34 jetzt sein? Hat er keinen Bock auf den? Scheinbar. Der ist zu leicht, den mache ich nicht. Das kann der WZ machen und der andere T-34. Auf den habe ich gar keinen Bock, du. Ja, scheinbar will er den nicht. Deswegen geht er gleich Richtung Arti. Und auch Richtung Pass auf, Sturm Emil. hinter dir! Nein. Da kommt er nicht, da kriegt er die Kanone nicht so weit hoch gerade eben. Deswegen hat er da das so machen müssen, wie er es gemacht hat. Ist jetzt im Reload. Jetzt bin ich gespannt, was der Sturi Emil macht. So, der T-34 ist mittlerweile dann auch tot. So, scheinbar will er jetzt den Sturen Emil klar machen. Da fehlt die Leistung. Und noch ein neuer Anlauf. Hier ist dann die Schräge etwas flacher. Da schafft das dann hoch. 11 zu 10 mittlerweile für sein Team. Liegt erstmals vorne. Und jetzt ist er der sture Emil. Jetzt muss er noch gleich aufdecken. Ist er weg? Gibt's das? Wo ist er denn? Ja, Sture Emil ist weg. Der macht den Houdini. Einfach versteckt. Da ist er. Der hat auf ihn gewartet. Ja, schön gekettet, ganz wichtig. Nochmal. Und jetzt kann nichts mehr machen. Dass er zweimal gekettet hat, war ganz essentiell. Nein! Nein, mach doch das nicht so. Oh nee, du. Da wollte er ihn scheinbar irgendwie zu Tode rammen, aber mit 2 km/h Überschuss ist das einfach unmöglich. Ja, genau, jetzt nur nicht weglassen, nur nicht umfahren lassen. Ja, schön. Jetzt macht das. Also der erste Schuss, den er da bekommen hat, war absolut unnötig. Jetzt ist die Arti da offen. Drei Gegner, 2 Kills bräuchte er noch für den Krieger. Also die Arti kriegt er. Eher die Frage danach, kriegt er den 6. Kill? Das habe ich nur der WZ, den ich wegschnappen. Und er darf sich auch nicht von der Arti schnappen lassen. Da kommt die Arti. Erster. Arti schießt da drüber. So, ja. So. Jetzt hat er schon mal 3.900 Schaden gemacht. Arti flucht. Das ist gut. Zeigt, dass man gut gespielt hat. So. Und jetzt ist er im Reload. Jetzt ist die Frage, cappt er durch oder will er sich noch den Krieger holen? Kommt vielleicht noch jemand zum Verteidigen? So, nötig wäre es. So, zumindest der Gegner, der Cap, der eigene ist unterbrochen worden. Der Cromwell ist tot. So, jetzt sind es noch 7 Sekunden. Oh, da der WZ fährt raus. Macht er das gleiche hier? Holt er sich noch den Krieger? Ja, er probiert es nochmal. Er goat for it. Die Arti verrät scheinbar den Punkt vom Rheinmetall. Naja, das ist jetzt nicht wirklich der Sportsmann. Aber G0, H0, also weiß man ja auf jeden Fall, auf welchem Bereich der Karte er sich befindet. So, der Rheinmetall. Die Taktik ist auch gar nicht. Oh, da ist er offen. Taktik wäre ganz cool, weil wenn er noch theoretisch jedem einzeln nacheinander rausschotten könnte, der Rheinmetall. Aber nein, der war nix. Also ich glaube, 3 von 4 haben getroffen. Von dem her. Ach Gott. Oder 2 von 4. Oh, noch ganze 10 Sekunden, bis er endlich nochmal eingreifen kann.
T-69, 6 Kills wird auch geschrieben. Die Frage ist, wird ihm das gelassen? Offen ist er nicht mehr. Kriegt er ihn überhaupt noch rein? Hat er sich noch versteckt? Oder was macht er? Was macht er? Da ist er, da ist er! Nein! Ja! Da kriegt er den 6. Kill. Also, am Schluss waren es 4766 Schaden, den er angerichtet hat, hat den Krieger geholt und das verdiente Panzerass auf jeden Fall. Und die Karte sieht man auch nicht so häufig. Von dem her, vielen Dank fürs Einschicken, Labrador Lover. Ich hoffe, dein Name ist nur bedingt Programm und auch in jeglicher netter Art und Weise. Von dem her, hoffe ich, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.